Eigentlich hätte der heutige Handelstag ziemlich gut werden müssen, denn die Märkte haben ja die Hoffnung, dass die Fed diesen Pivot macht, diese Wende macht bei den Zinsen. Und die Daten, die wir heute bekommen haben aus den USA, hätten eigentlich Nahrung geben müssen für diese Hoffnungen. Wir haben viel niedriger als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise. Wir haben schwache Einzelhandelsumsätze. Wir haben eine schwache Industrieproduktion. Normalerweise hätten die Märkte doch sagen können, hey super, ist doch toll. Schwache Daten sind gut, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil dann muss die Fed umsteuern. Aber das Problem ist, dieses Narrativ funktioniert nicht mehr, nämlich dieses Goldilocks-Narrativ, das sagt, naja, die Fed wird die Zinsen senken und gleichzeitig wird die Wirtschaft ein Soft Landing absolvieren, also die beste aller Welten. Und da ist dem einen oder anderen vielleicht auch aufgefallen, dass dieser Widerspruch ein bisschen zu groß geworden ist nach den heutigen Daten und man ist dann frontal mit dem Kopf auf die Verkaufstaste an seiner Tastatur aufgeprallt, könnte man sagen. Aber schauen wir uns die Dinge zunächst mal an. Daniel DiMartino Booth hat es auf den Punkt gebracht. Eigentlich doch ein großartiger Tag für die Pivoteers, also für diejenigen, die an die Wende der Fed glauben. PPI, also die Erzeugerpreise. Größter Rückgang seit 2 Jahren. Retail Sales. Gestern hatten wir den New York Fed Empire State Index ganz, ganz schwach, Industrieproduktion schwach, also normalerweise eine richtig tolle Sache nach dieser irren Logik der Märkte, wonach schlechte Daten gute Daten sind, weil dann die Fed die Zinsen früher senkt, was wiederum bedeutet, dass Liquidität in die Märkte kommt. Wir haben es im Corona-Crash gesehen, Wirtschaft komplett stillgelegt, aber Aktienmärkte nach oben geschossen. Aber nein, wir sehen heute, dass die Aktienmärkte unter Druck sind, nachdem wir heute beim S&P 500 wieder über die 4000er Marke gegangen sind, vor allem der Dow Jones heute schwach, das war er gestern schon, nach den Zahlen von Goldman Sachs. Wir sehen, dass der VIX nach oben kommt, also irgendwie scheint man sich von diesem Soft Landing Narrativ zu verabschieden, von dem Goldilocks Narrativ zu verabschieden. Hier sehen wir mal die Industrieproduktion jetzt 3 Monate in Folge rückläufig, in den USA viel schlechter als erwartet mit minus 0,7%. Soft Landing Narrative nuked. So hat es hier ein Twitter-Kommentator formuliert und das ist der erste Schritt einer Rezession, nämlich dass die Industrieproduktion zurückgeht und zwar in mehreren Monaten hintereinander zurückgeht. Und all das haben die Anleihemärkte uns ohnehin schon lange gesagt durch die invertierte Zinskurve, die ja immer eigentlich ein sehr, sehr gutes Prognoseinstrument für kommende Rezessionen ist. Hier wieder, can you hear me now, Jerome? Hier sehen wir die invertierte Zinskurve und darunter sehen wir die immer locker gewordenen Financial Conditions, also Goldilocks, alles ist doch gut, Soft Landing, die Fed wird die Zinsen senken und auf der anderen Seite die Anleihenmärkte so invertiert wie seit Jahrzehnten nicht mehr eigentlich. Die schreiten oder schrien schon, so muss es auf Deutsch heißen, Rezession, aber die Aktienmärkte wollten es einmal mehr besser wissen. Hier sehen wir etwa bei den Erzeugerpreisen, größter Rückgang seit April 2020, das war ja wirklich kompletter Lockdown, April 20 war der Hochpunkt von Corona in den USA. Also da ist normalerweise Partystimmung angesagt an den Märkten, siehst du, die Erzeugerpreise fallen, ist doch perfekt, ist super, das gibt den Pivot, da können wir gleich mal dick kaufen. Dann hatten wir die Einzelhandelsumsätze, die ja so wichtig sind in den USA, wegen der Bedeutung des Konsumenten, und die waren mit minus 1,1 auch schwächer als erwartet. Vor allem sehen wir, dass selbst die Online-Umsätze gefallen sind. Das ist normalerweise das, was sich noch am besten hält. Okay, diese stationären Geschäfte, dass die es manchmal schwierig haben. Okay, aber online sind die Umsätze zurückgegangen. Das ist natürlich durchaus ein Schlag ins Kontor. Und Heisenberg, hier ein Twitter-Kommentator, Nichte der Physiker offenkundig persönlich, der ist ja auch schon verschieden, der weist darauf hin, dass bei den letzten 3 Malen, als der VIX, also das Volatilitätsbarometer, 4 Handelstage unter der Marke von 20 war, das war im August, April und Januar 2022, each time markets topped and led to a 19%, 21% oder 14% Abverkauf. Mal sehen, ob es wieder so kommt oder ob das jetzt ein Strohfeuerchen ist, wir werden sehen. Aber wenn wir uns an den Film Margin Call erinnern, da sagte der Boss der Bank, we are selling to willing buyers at the current fair market price so that we may survive. Wir
wollen jetzt den Leuten alles verkaufen, was wir haben. Wir werden alles aus den Büchern bringen, sodass wir vielleicht die Chance haben zu überleben. Die anderen, denen man das verkauft, natürlich nicht. Und so könnte langsam auch die Logik so ein bisschen der Fall sein. Die Privatinvestoren wurden immer optimistischer, immer euphorischer. Das merkt man in YouTube-Kommentaren. Das sieht man immer mehr jetzt in letzter Zeit. Naja, siehst du, lass den Fugmann reden und sein Bärengequatsche. Das bringt doch nichts, das taugt doch nichts. Okay, schauen wir mal, wie es ausgeht. Dieses Bärengequatsche macht auch Mike Wilson, der 2022 ja so hervorragend lag. Der sagt also, das wird ein schwieriger Ritt für die Märkte, und er geht davon aus, dass die Märkte im zweiten Quartal ihren Boden finden, nochmal ein neues Tief machen, also das Tief aus dem Oktober unterbieten, das wir hatten bei 3500 Punkten, und das würde suggerieren, dass wir nochmal auf die Aufwärtstrendlinie beim S&P 500 zurücklaufen, die langfristige Aufwärtstrendlinie, um und bei 3300 Punkten. Warum ist langsam dieses Rezessionsgespenst immer konkreter? Wir haben ganz schwache Daten gesehen. Wir haben eine Berichtssaison, die auch nicht gerade hervorragend ist. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man da Hurra schreit. Klar gibt es Unternehmen, die gute Zahlen berichten und dann deren Aktien auch steigen. Aber wir haben es bei Goldman Sachs gestern gesehen. Und wir sehen es vor allem beim Konsumenten. Der Konsument saugt sich voll mit Krediten. Über die Kreditkarte wird das finanziert, was man aufgrund der gestiegenen Inflation eigentlich gar nicht mehr finanzieren kann. Also lebt man auf Pump und ist bereit, hier Kreditkartenüberziehungskosten oder Kosten für diese Kreditaufnahme von 20% zu schultern. Das ist höher als auf dem Hochpunkt 1985, damals ja auch noch Inflation, damals auch noch die Zinsen sehr, sehr hoch. Also wir sehen, der Konsument ist das eigentliche Problem. Der wird nicht mehr lange können, und das ist für die US-Unternehmen, für Gewinne, für Margen, für Umsätze natürlich keine gute Nachricht. Und ja, Technicals matter, wie Sven Henrik hier sagt. Wir sind zielgenau an wichtige Widerstände gelaufen. Wir sind wieder mal von der 200-Tageslinie abgeprallt. Wir haben wieder mal den Abwärtstrend bisher zumindest nicht überbieten können. Und dann kam noch Bullard, der Fed, St. Louis Fed-Chef, der gesagt hat, naja, dass, um sicher zu gehen, dass wir unseren Job auch wirklich hinkriegen in Sachen Bekämpfung der Inflation, werden wir die Zinsen anheben, auch wenn die Inflation fällt. Und das ist sozusagen die totale Absage an das Goldilocks-Szenario. Die Märkte sagen sich ja, Fed wird einen Pivot machen, aber trotzdem das Soft Landing, also dieses Goldilocks-Thema. Ich bin auch der Überzeugung, dass die Fed den Pivot machen wird, aber aus den falschen Gründen, eben nicht wegen eines Soft Landing, sondern weil die Wirtschaft so schnell absäuft, dass man eben diesen Pivot macht. Und dann ist wahrscheinlich auch die Zeit, wieder long zu gehen, aber bis dahin eben wahrscheinlich nicht. Ballard sagte dann auch, die Fed sollte so schnell agieren, wie sie kann, und die Zinsen über 5% anheben. Subtext, wir sollten die Zinsen am 1. Februar nochmal um 50 Basispunkte, also ein halbes Prozent, anheben. Und wenn wir uns nochmal jetzt zu den Margen äußern, dann hatten wir heute die Situation, dass das erste Mal seit 2020, seit Dezember 2020, die Verbraucherpreise über den Erzeugerpreisen liegen. Wir sehen, dass normalerweise ja das in die Marge hätte gehen müssen, aber die Firmen haben dann einfach die Preise angehoben und haben gesagt, okay, habe ich höhere Kosten, nehme ich höhere Preise, und der Konsument war noch in der Lage, die zu bezahlen, aber jetzt ist er nicht mehr in der Lage, die zu bezahlen, offenkundig. Er kann es nur noch durch Kreditaufnahme machen. Und heute hochinteressant Aussagen des Chefs von Unilever, diesem wirklich breit aufgestellten Konzern, der gesagt hat, naja, die Inflation wird nicht so schnell weggehen, denn wir werden weiter unsere Preise anheben müssen aufgrund der Kosten, die wir haben. Die lassen nicht so richtig nach. Das heißt, auch das ist wieder so ein, naja, wie soll man sagen, ein Querschuss gegen die These, dass die Inflation ganz bald ganz, ganz deutlich nach unten kommen wird. Und dann haben wir auch eben jetzt noch ein anderes Thema, nämlich China, was die Märkte ursprünglich gespielt hatten. Als plötzlich diese Wende kam in China von einer Null-Corona-Politik hin zu, wir öffnen jetzt mal alles und testen niemand mehr, da haben die Märkte schon sehr reserviert reagiert, weil sie gerochen haben, dass das natürlich auch einen inflationären Effekt haben wird. Warum? Weil China
wenn es sich wieder öffnet, wieder Nachfrage erzeugen wird. Wir dürfen nicht vergessen, China ist der größte Rohstoffimporteur der Welt, ist ja nach wie vor ein Stück weit die Werkbank der Welt. Das heißt, wenn China eben mehr Öl nachfragt, mehr Gas nachfragt, mehr Kupfer nachfragt, dann steigen die Preise für Kupfer, steigen die Preise für Öl, sehen wir derzeit ja. Steigen die Preise also für die Rohstoffe, das hat einen inflationären Effekt weltweit gesehen, das sagt auch Morgan Stanley. Die Märkte würden das komplett unterschätzen. Man verweist auf Ende 2008, Anfang 2009, als China ja ein Stück weit die Weltkonjunktur gerettet hat mit irgendwelchen Infrastrukturmaßnahmen. Und ähnlich äußert sich heute auch der Chef des norwegischen Staatsfonds, der größte Aktienbesitzer weltweit. Der sagt, die Öffnung in China bringt eine neue Teuerungswelle. China selbst muss übrigens jetzt immer mehr aufwenden, um Wachstum zu erzielen, muss die Verschuldung immer weiter nach oben gehen. Das nur am Rande. Und Fed Pivot, nochmal das Schlagwort. Ende 2018, Anfang 2019 hat ja Jerome Powell diese Wende gemacht. Aber damals war eben Inflation kein Problem. Und jetzt ist Inflation ein Problem, vor allem Core CPI, also die Kernrate der Verbraucherpreise. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt, dass auch die Energiepreise wieder steigen. Und Powell can't risk a pivot now, sagte Alf. Und Ballard bestätigt das überhaupt. Das sehen wir, dass die Fed ja sehr konsistent bei ihrer Linie bleibt, auch wenn die Märkte das irgendwie nicht glauben wollen. Ballard dann auch mit der Aussage, Core Inflation has not slowed as much as the market suggests. Also immer permanent eine Absage an die Märkte. Nein, wir werden nicht den Pivot machen, doch wir werden die Zinsen weiter anheben und wir werden es tun, selbst wenn die Inflation weiter sinkt, als eine Art Rückversicherung, dass wir das Problem wirklich in den Griff bekommen. Und das ist natürlich dann ein gewisser Rückschlag im Kampf zwischen den Märkten und der Fed. Und warum tut die Märkte, warum tut die Fed das? Weil sie eben aus der Vergangenheit gesehen haben, dass vor allem Rohstoffpreise steigen. Wenn man ein bisschen nachgibt, wir sehen hier den Zusammenhang zwischen den 5-Year-Break-Evens, also praktisch den Inflationserwartungen und den Preisen der Rohstoffe, gehen die Inflationserwartungen runter, fallen auch die Rohstoffpreise in der Regel. Das ist für die Fed oder wäre für die Fed eine gute Nachricht. Und hier nochmal dieses Dilemma, ich habe es schon ein paar Mal schon gezeigt, aber es ist eine zentrale Grafik hier von Maverick of Wall Street. Die Fed hat keine Alternative, sie wird eine Rezession in Kauf nehmen müssen, denn alles andere heißt, Aktien gehen weiter nach oben, Dollar würde weiter fallen, Nachfrage würde weiter steigen, damit die Inflation dauerhaft hartnäckig hoch bleiben, und das kann und will sie nicht riskieren, zumal sie eben ihre Glaubwürdigkeit versuchen muss wiederherzustellen, nachdem man die Inflation so falsch eingeschätzt hat. Und jetzt kommt heute noch die Nachricht, dass Jerome Powell sich mit der Corona infiziert hat. Und hier der Satire-Account Not Jerome Powell sagt, okay, also solange ich krank bin, solange ich infiziert bin, genauer gesagt, wird es keine Zinsanhebungen mehr geben. Aber das ist natürlich ein Scherz. Kein Scherz ist, dass offenkundig Donald Trump beabsichtigt, doch wieder zu Facebook und Twitter zu gehen. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Er hat ja derzeit nicht so richtig gute Karten im Kampf um eine neue Kandidatur als US-Präsident. Und da wird sich auch der Jerome sehr freuen, der ja sehr herb attackiert wurde damals von Donald Trump, der ihn aufgefordert hatte, senke mir die Zinsen auf Null, denn ich will, dass die Aktienmärkte eine Rallye machen, damit ich wiedergewählt werde. Es hat nicht geklappt. Und hier sehen wir nochmal den S&P 500, wenn wir zur Charttechnik kommen, jedes Mal eben dieses Abprallen. Wir hätten eigentlich deutlich über den letzten Peak bei 4.080 Punkten gehen müssen. Da waren wir doch relativ weit entfernt. Heute glaube ich so 4.014, 15, so um den Dreh. Das haben wir nicht geschafft und wir werden wahrscheinlich jetzt auch eine doch sehr überschaubar gute Earnings Season bekommen, also Berichtssaison. Und das haben sich vielleicht vorher auch schon amerikanische Investoren gedacht. Dann haben sie gesagt, okay, dann kaufen wir mal Emerging Markets, kaufen Eurozone und gehen raus, vor allem aus den USA. Das erste Mal seit März 2020 sagen die von der Bank of America befragten Investoren, übrigens Großinvestoren, dass sie die Geldpolitik zu restriktiv finden. Also man leidet so ein bisschen. Und jetzt sind eben viele nach Europa gegangen, in die Emerging Markets gegangen, sind Dollar short, denken, der Euro wird zum Dollar steigen. Das hat er auch gemacht, nach den heute schwachen Daten zunächst und vor allem den tieferen Erzeugerpreisen. Aber
dann war wieder Ende im Gelände. Jetzt ist Risk-Off angesagt. Und Risk-Off heißt Dollarstärke. Und wir sehen, dass die Investoren da nicht wirklich in dieser Richtung positioniert sind, sondern im Gegenteil, die sind Short Dollar. Das könnte also der Weg des größten Schmerzes sein. Jetzt eine relativ heftige Aufwertung des Oil, des Dollar. Und das trotzdem Villeroy, der Chef der französischen Notenbank, heute versucht hat, diesen Bericht von Bloomberg zu widerlegen, dass die EZB nach einem weiteren 0,5er-Schritt jetzt im Februar dann nur noch kleine Zinsanhebungen machen wird, also 0,25er-Zinsanhebungen. Nein, nein, wir bleiben dabei, so hat er gesagt. Da ist der Euro nochmal deutlich gestiegen, aber faktisch tritt auch die EZB ziemlich deutlich auf die Bremse, das sehen wir hier. Mit etwa der Bilanzsumme, die ist jetzt wieder um 95 oder um 96 Milliarden Euronen reduziert worden in der zweiten Januarwoche. Das ist schon erheblich, das ist 1,2% der gesamten Bilanzsumme. Und wie ist jetzt also die Lage? Hier ein Artikel, den ich Ihnen abschließend empfehlen möchte, meines Kollegen Wolfgang Müller, der sagt, naja, vielleicht wäre es sogar schlecht für die Märkte, wenn keine Rezession kommt. Warum? Sehen Sie in diesem Artikel fast wieder das Big Picture wieder sehr, sehr gut zusammen. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, Dirk Müller. Wie schaut es denn eigentlich mit seinem Premium-Aktienfonds aus? Das ist ja auch immer ein sehr emotionales Thema. Viele hassen ihn, viele lieben ihn. Schauen Sie sich das mal an, also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.